Grüß euch Leute und herzlich willkommen in Wien der 1980er Jahre. Ja, wir sind hier wieder in Wien. Wir haben den Auftrag Großfarm. Das hier wäre noch ein Auftrag, den wir erledigen müssten. Dafür müssen wir von da nach da eine Linie bauen, aber ich glaube, das werden wir mal lassen. Wir werden uns jetzt einmal an den Bau einer Straßenbahnlinie begeben. Und zwar, wo werden wir denn starten? Ich würde es gern hier so quer drüber führen. So drüber führen. Oder halt hier. Hier, wo auch die Station ist. Ja, dann machen wir es halt hier. So. Sehr gut, haben wir schon mal das Gröbste erledigt. Hier müssen wir es natürlich irgendwie drum rum führen. Das ist natürlich nicht so ideal. Oder wir führen es wirklich jetzt nach oben. Ja, ich würde sagen, wir führen es jetzt hier nach oben. Hoch hier, oh. Das geht natürlich ein bisschen in die Geldbörse, aber eine gute Straßenbahnlinie rentiert sich in Cities in Motion immer. Also immer öfter. Sehr gut, und hier würde ich sagen, lassen wir es dann auch schon enden, oder? Hier bei dem Park, oder? Da führen wir es noch weiter. Ich führe es einmal ein Stück weiter. Hier mal runter. Ja, und hier vor dem Parlament ist eine Möglichkeit. Ja, hier ist eine perfekte Möglichkeit. Also, hier. So, jetzt machen wir es so. So. So, und verbunden. Sehr gut. Jetzt müssen wir Straßenbahnhaltestellen machen. Dafür beginnen wir hier. Mit der Station. Ah, sehen wir noch nicht. Also, wir machen hier eine Station. Dann machen wir, würde ich auf jeden Fall sagen, hier eine Station. Dann hier oben. Hier auf der anderen Seite. Hier. 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 Und dann noch schließlich hier. Sehr gut. Also, wir erstellen eine neue Linie. Und zwar neue Linie erstellen. Wir fügen Haltestellen hinzu. Eine Sekunde, das dauert jetzt ein bisschen. So, hier sind wir. Es beginnt in Leopoldstadt. Geht weiter über Wallensteinstraße und das könnte sein Wengerstraße, Schottenring, okay, Währingerstraße, hier haben wir es, das könnte dann sein Dahnstraße, Dr. Karl-Lueger-Ring, also wir sind ja am Ring, okay, das müsste dann sein Burgring? Ja, richtig, Burgring. Habe ich richtig getippt. Boah, das könnte sein Karlsplatz oder Kärntnerstraße. Opernring. So, jetzt natürlich den Weg wieder zurück. Über den Burgring.
Hotel, ja, ganz toller Name für eine Station. Währinger Straße. Schottenring. Und Wallensteinstraße. Wieder zurück. Über Lassallee-Straße, sehr gut. Bis wieder zurück zur Leopoldstadt. Jetzt verwalten wir Fahrzeuge. Was für eine BIM nehmen wir denn? Ich werde versucht, den E1 zu nehmen, der in Wien auch wirklich gefahren ist. Ist attraktiv. Hat eine sehr geringe Störungswahrscheinlichkeit wie in Wirklichkeit. Ja, ich würde sagen, davon nehmen wir einfach mal ein paar. So, nehmen wir Sightseeing in Wien, Auszeichnung. Das gefällt mir ja. So, jetzt warten wir, würde ich sagen, bis sie am Schottenring sind. Da und da setzen wir von, wenn da die Straßenbahnen sind, setzen wir die anderen immer ein. Ich würde sagen, 4 werden einmal reichen für den Beginn. Ja, glaube ich. Ja, die erste Straßenbahn ist wo? Ja, okay, eine können wir vielleicht noch einsetzen. Oder? Wie schaut's aus? Ja, eine setzen wir jetzt noch ein. Also, damit hätten wir auch eine Straßenbahnlinie. Wir benennen sie einmal in den Ringraser. Machen aber das Auge einmal weg. Die U-Bahnlinie. Fahrzeuge verwalten sind nicht besonders gut ausgelastet, allerdings. Was sind denn das für Fahrzeuge? Sind das Edi? Ja, sind die. Sind eigentlich die. Eigentlich nicht so die gute Wahl. Die wären viel besser gewesen. Aber naja, einmal gekauft, nie mehr verkauft. Also, oh nein, ich will hier, ah ja, wir können das mal stehen lassen. Und zwar möchte ich eine erneute U-Bahn-Strecke bauen. Und zwar soll sie in den Norden führen, und zwar hier eine Möglichkeit an, als Anbindung an die Straßenbahn gewähren. Oh Mann, hier ist zu weit. Ja, hier. Hier kommen die Leute dann auch so rüber. Und hier unten könnten wir es mit irgendwas verbinden oder nicht. Ja, wir lassen es hier an den Südbahnhof gehen. Das ist doch gut. So, dann machen wir jetzt den Tunnelbau. Und zwar lassen wir es über unseren errichteten relativ zentralen Bahnhof gehen. So, jetzt machen wir das noch hier. Wo ist denn die Schiene? Hier. Ui, das schlägt natürlich immens aufs Budget, aber naja, außer Spesen nichts gewesen, oder? So, jetzt könnten wir es natürlich in die untere Etage führen. So, jetzt drunter durch und dann wieder auf eine normale Etage führen. Das können wir. Oh, nein. Heißt es, wir kriegen das Stück hier jetzt nie mehr weg. Oh Mann. Naja. Was soll es denn?
und hier zum Bahnhof. Sehr gut. Jetzt machen müssen wir das natürlich noch mit Stationen versehen. Und zwar, es beginnt bei Rudolfsplatz. Geht über... Boah, wo ist denn das nochmal? Das ist, sind die unteren beiden, okay. Okay. Über Michaela-Platz zu vermutlich Südbahnhof Wieden. Okay, der Bezirk, in dem der Südbahnhof liegt. Hallo, Michaela-Platz hier. Und wieder zurück zum Rudolfsplatz. Sehr gut. Fahrzeuge verwalten, nehmen wir jetzt einmal dieses hier. Und schauen, wie sich die Linie denn so macht. Ich gehe mal auf dreifache Geschwindigkeit, warte, bis sie... Ihr könnt übrigens hier links unten mitschauen, wenn es euch interessiert. Ich setze nämlich jetzt genau, wenn es am anderen Ende ist, das andere Fahrzeug ein. Und jetzt können wir ja mal schauen, wie sich unsere Fahrzeuge denn so machen. Der hier ist gut gefüllt. Der eigentlich überhaupt nicht, deswegen werde ich hier mal einen abzweigen. Die hier sind auch halbwegs vernünftig gefüllt. Und das hier auch. Ich werde jetzt in der Folge noch eine kleine Busstrecke bauen. Und zwar hier in den Süden. Und zwar beginnen wir am Bahnhof. Wo ist er denn? Hier. Und zwar mit einer kleinen Station hier. Dann der großen wichtigen Station hier. Dann hier. Und hier eine Station. Dann jetzt hier im Industriegebiet Schwechat. Oder ich nehme halt an, dass der Schwechat darstellen soll. Und ist hier der Flughafen? Nee, wäre auch Schwachsinn. Flughafen ist hier unten. Zu dem möchte ich es nämlich auch führen. Wo ist denn? Wo haben wir denn die Haltestellen gesetzt? Ah, da, okay. Ja, jetzt fahren wir hier so durch. Haben hier nochmal Haltestellen. Und jetzt hier beim Flughafen. Sehr gut. Und zwar, Buslinien sind natürlich immer relativ einfach zu bauen, weil man keine Schienen oder so verlegen muss. Und zwar eine neue Linie. Beginnen bei Ausfahrtstraße über Zinnergasse in Kaiser-Ebersdorf in echt, für wen es interessiert. Wildpretzstraße kenne ich jetzt persönlich nicht so gut in der Gegend, mich aus. Favoritenstraße, gut, die kennt man. Jeder, der schon mal von Wien gehört hat, kennt die Favoritenstraße. Wieden. Dann Arsenalstraße. Weiringer Straße, Entschuldigung. Sonnwendgasse, kenne ich wiederum. Über Wildpretzstraße. Zinnergasse zurück zur Ausfahrtstraße. Und zwar... Ja, schon gut, schon gut. Wir werden die hier jetzt benennen zum Flughafen. Okay, und zwar Südstadtflughafen. ST bis Flughafen. Okay. Und zwar, ja, ich sehe das hier unten, das ist der Jahresbericht des Jahres 1980. Wir werden jetzt hier allerdings einmal etwas größere Busse einsetzen, weil ich glaube, die werden wir auf der Strecke auch brauchen.
Sehr gut. Gib Gas! Nächste Haltestelle, Wildbretstraße. Und zwar immer, wenn Sie da bei der Favoritenstraße, also hier hochfahren, werde ich einen neuen Bus einsetzen. Zack! Ja, also werden es vermutlich 4 Busse, nehme ich mal an, auf der ganzen Strecke werden. Ja, prinzipiell bräuchte ich jetzt nicht noch einen einsetzen. Ja, ich würde mal sagen, dass das so reicht. So, und zwar, wie ist der Jahresbericht? Die Bewertung der Firmenleitung sagt, es war ein hervorragendes Jahr. Die Kundenbewertung ist eher neutral, also sie sind von A nach B gekommen, aber jetzt nicht super toll, super schnell. 4 verkaufte Fahrzeuge, 2 erfüllte Aufgaben, beförderte Passagiere 925. Netzabdeckung sind einmal 11%, das ist schon einmal ganz gut fürs erste Jahr. Der Firmenwert beträgt momentan 105.000 Euro rund. Es gab nur 6 Brände und 5 Zusammenstöße. Die rentabelste Linie ist die U-Bahn 2 mit dem Brighton Roller. Das ist Linie 1, das ist hier die West-Ost-Bahn. Und der am wenigsten rentable Vorzeige ist Bus 7, Linie 2. Okay, Randfarm. Okay, das ist auch irgendwie verständlich. Ja. Damit würde ich sagen, haben wir diese Folge auch schon wieder voll. Und ich verabschiede mich, sage, schön, dass ihr dabei wart. Wir haben eine Straßenbahnlinie gebaut, eine U-Bahn-Linie von Norden nach Süden. Jetzt haben wir quasi so ein Kreuz an U-Bahn. Die Aufgabe werden wir uns jetzt noch anschauen. Wir haben auch noch einen Bus dazugefügt. Ein neues Zuhause. Schön, Sie zu sehen. Ich bin Loki vom Motorradclub. Wir bewundern Ihre Straßenbahnen schon eine ganze Zeit und würden gern ein paar davon kaufen. Die ältesten wären gerade recht. Wären Sie gewillt, sich von 2 Straßenbahnen zu trennen? Eigentlich schon. Verkaufen Sie 2 Straßenbahnen. Nehmen wir mal die billigsten. Und jetzt haben wir schon geschafft. Danke! Mal schauen, was wir mit diesen Babys anstellen können. Und wir haben eine saftige Belohnung. Neuer Bus endlich. Das schauen wir jetzt aber noch an. Das schaut ja gut aus. Der ist nicht so attraktiv, hat einen höheren Treibstoffverbrauch, eine geringere Geschwindigkeit. Okay, ich würde sagen, wir bleiben einmal bei dem. Ich sage, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ich speichere jetzt aber noch gemeinsam mit euch Let's Play Wien 2. Und ich danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Leute.